Hallo und herzlich willkommen bei meinem allerersten Very First Video Ever. Inspiriert von den vielen anderen coolen Kanälen, sei es Petendo oder Re oder der Jansel, wer auch immer, wollte ich euch doch mal zeigen, was ich in der letzten Woche bekommen habe. Wir fangen an mit einem Paket, gab es im Netz. Ihr seht schon, da sind ein paar PlayStation 2 Spiele drin. Ganz oben lacht uns das an, worum es mir in dem Paket ging. Aber eins nach dem anderen. Da liegen sie. Wir fangen natürlich an mit Shadow of the Colossus. Habe ich mal gehabt, habe ich dann aber getauscht. Ist im Pappschuber und natürlich komplett. Hier sieht man, wie ich lerne, mit einer Hand Pappschuber zu öffnen. Das ist nicht so einfach. Drin ist selbstverständlich die Spiel-CD. Alles in einem Top-Zustand. Die Anleitung wirklich neuwertig. Und dahinter lachen sie uns schon an. Die vier, oder waren es drei, Postkarten. Mal reingucken. Zack. 1, 2, 3, 4. Genau. Vier Postkarten, alle wirklich absolut neuwertig. Und die CD selber, auch hier Übung mit einer Hand. Das ist nicht so einfach. Die CD rausnehmen. Und ihr seht auch hier, die CD ist absolut top. Meine Decke auch. Spiel wird im Netz, wenn man bei eBay mal guckt, verkauft zwischen 25 und 90 Euro. Ich selber würde es mal schätzen auf, naja, 30, 40 Euro halte ich für einen vernünftigen Preis. So, geht weiter. Blood Omen 2, kein besonders spannender Titel, aber im Top-Zustand. Age of Empires 2 habe ich früher auf dem PC gezockt, war jetzt auch nicht Sinn und Zweck des Kaufs. Onimusha 2, auch ganz nett. Das Silent Hill 3 ist ganz cool, aber auch einfach nur, weil es bei mir in der Sammlung noch gefehlt hat und nicht, weil es jetzt den größten Wert überhaupt hat. Dazu gab es noch das Summoner, ist jetzt auch wirklich kein Megatitel. Half-Life gern genommen, kostet auch nicht wirklich die Welt. Das Soul Reaver 2 auch eher günstig mit einem 5er. Summoner und Metal Gear Solid 2 jetzt auch nicht die Megatitel und das Herr der Ringe auch nicht. Spannend war, was habe ich bezahlt für das Package? 45 Euro inklusive Versand, das war fair. Dann kam gestern nochmal ganz viel Post an. Und hier wollte ich mal zeigen, dass ich auch mit einer Hand Pakete aufmachen kann. Klappt super oder auch nicht, aber mir war es wichtig, das ganze Thema mal live zu zeigen, ohne irgendwas vorzubereiten, sondern möchte ich sagen, so, ich mache das Paket auf und jetzt gucken wir einfach mal rein. So, ihr seht, mit einer Hand, das klappt super. Hier wunderschön top verpackt, dass auch ja nichts kaputt gehen kann. Und mal schauen, was ich daraus zaubere. JoJo's Bizarre Adventure. Ich denke, das sagt dem einen oder anderen was. Ich hoffe es zumindest. Geht weiter mit Apes Exodus Oddworld, der Nachfolger von Apes Odyssey in der PS1-Version. Dann gab es den Crypt Killer. Zack, Flöckchen zurück, sonst gibt es Ärger wegen Aufräumen. Danach den Soul Reaver 1 für die PlayStation 1. Und der wichtigste Titel überhaupt, mein Spaß, ein PC-Spiel, nie gehört, nie gesehen, brauche ich nicht. Darum ging es nicht. So, noch ein bisschen wuscheln, ist noch was drin. Jo, ein Final Fantasy 6 war noch im Paket. Auch die PlayStation 1-Version. Noch was? Oh, es geht noch weiter mit einem Best of Info Games. Das ist dieser Flugsimulator. Nichts Besonderes, nichts Spezielles. Und ja, und das ist immer noch nicht speziell. So. Alles aufräumen, sonst gibt's Ärger. Und dann gucken wir uns die Sachen mal an. Das Final Fantasy 6. Auch hier PlayStation 1 Spiele mit einer Hand öffnen. Nicht so einfach. CD ist nicht da. Nein, natürlich ist sie da. Sie war nur rausgefallen beim Transport. Ist in einem Top-Zustand. Dazu natürlich das Booklet. Und hier war die Demo-Version vom nächsten Teil drin, vom 10er Teil. Noch mit dem Original-Flyer dabei und die Anleitung. Absolut Tippetop-Zustand. Zack, zumachen ist dann wieder ein bisschen einfacher mit einer Hand. Ne, komm, wir gucken uns die CD nochmal fix an. Ich habe schon gesagt, super Zustand. Da sieht man sie. Da ist wirklich nichts dran. Super, hat mir noch gefehlt, habe ich mich sehr gefreut, dass ich die gefunden habe. Dazu der Soul Reaver, jetzt nicht der spannendste Titel überhaupt, wird zur Runde um 10er gehandelt, meiner Meinung nach.
Und auch hier alles komplett und alles top. Zumindest hoffe ich das. Vielleicht ist da noch ein weiterer Flyer normalerweise bei, keine Ahnung. Crypt Killer, ein bisschen teurer Titel meiner Meinung nach, steht mit 24,95 D-Mark drauf. Wird rund mit 20 Euro gehandelt. Hier diesmal wirklich alles dabei. Die Anleitung im Top-Zustand und natürlich auch die Spiel-CD. Zack, Hülle, nicht ganz so schön, muss ausgetauscht werden, ist aber kein Problem. Oddworld, ja, so ein typischer 10-Euro-Titel, würde ich mal sagen. Huch. Und auch hier, wenn ich es dann aufkriege, alles da, alles dabei, beide CDs, Booklet im Top-Zustand und sogar noch das Zettelchen, wie denn zu steuern ist. Sehr gut. So, bleibt noch ein Titel, der Titel, der mir eigentlich ins Auge gesprungen ist, als ich das Bild gesehen habe. Ist nicht die Originalverpackung, es sind nur die, Inlays reingelegt worden. Das macht aber nichts bei dem Spiel. Wer den Titel kennt, weiß, dass die CD alleine, die übrigens absolut top aussieht, alleine für 50 Euro weggeht. Und gekauft habe ich, hier verkaufe ich meine ganzen PS2-Games für einen Zehner. Ich habe noch 4 Euro Versand draufgelegt und war fertig mit dem Deal. Hier nun eine weitere Kiste, die mit einer Hand zu öffnen ist. Mit 3 Kilo Duct Tape war das alles andere als einfach. Ich lege das Handy mal weg. So. Zack. Huch, da strahlt mich direkt ein San Andreas an. Nicht der Grund, warum ich dieses Paket gekauft habe, aber die CD sieht schon mal super aus. Das freut mich sehr. Was ist drin im Paket? Ja, wenn es auf wäre, könnte ich es euch zeigen. Ah, nochmal die Schere, komm. Es hilft ja nichts. Nein, Schere. Auch mit einer Hand. Das hat man davon, wenn man live zeigen möchte, was so geht. Jetzt haben wir es aber auch auf. Und wollen wir mal schauen, was in dem Package hier drin war, beziehungsweise ist. Ganz oben liegt Champions of Norrath. Damals was mit der EverQuest-Reihe zu tun. Sony Online Entertainment, vertrieben über Ubisoft. Ja, das Spielchen ist rund ein 10er wert. Ist schon okay, war nicht der Grund für den Deal. Das Jade Cocoon 2 hat mir noch gefehlt in der Sammlung, da freue ich mich sehr drüber. Ist aber auch rund ein 10er, jetzt nicht der beste Titel der Welt. Khan kannte ich vorher überhaupt nicht, habe ich recherchiert. Vielleicht ein 5er wert. Oni in der Platinum brauchen wir nicht drüber reden, nicht wirklich die Welt wert. Genauso wie das Fluch der Karibik und das Narnia. Beides eigentlich Standardtitel für ein paar Euro zu haben. Nicht wirklich spektakulär. Need for Speed Carbon gehört auch zu der Reihe, wo ich sage, oh, kann man haben, muss man aber nicht. Dann nochmal ein Fluch der Karibik. Und darunter lag Call of Duty. Jetzt auch nicht wirklich was, warum ich dieses Paket gekauft habe. Da kommt schon ein Tomb Raider 3 zu Vorschein. Ist eigentlich recht oft, recht häufig und auch nicht wirklich so teuer. Jetzt wird es ein bisschen spannender. Final Fantasy 8 ist dabei. Das wird so für 15 Euro gehandelt ungefähr. Dann ein Gauntlet Legends. Habe ich ewig nicht gesehen. Ich würde sagen, geht ungefähr für einen 10er. Dann haben wir noch ein Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dabei. Das liegt bei rund 15 Euro, würde ich mal schätzen. Da drauf liegt jetzt noch eine PS2 Slim. Da habe ich mich jetzt doch drüber gefreut. Ich habe natürlich schon eine PS2, aber das ist das letzte Modell, das kein externes Netzteil mehr hat. Und von daher eigentlich doch ganz cool. Hunter, The Reckoning, jo, nicht der Rede wert. Noch ein Need for Speed. Ach, und guck mal da, da findet sich die Hülle zum GTA, was uns direkt angelacht hat. Super, dann können wir das ja mal komplettieren. Selbstverständlich einhändig. Gar kein Problem. Zack. So, in der Kiste ist natürlich noch mehr drin. Das waren jetzt nicht die Titel, warum ich das gekauft habe, wobei mir das Final Fantasy noch gefehlt hat. Wir haben noch dabei noch Narnia, wunderbar, auch nicht der Rede wert. Ein Kind hat die Augen vom Löwen angemalt. Ja. So, Dark Alliance 2 und das Dark Alliance 1 liegt da auch noch drin.
Ja, jeweils ein 5er. Das Valkyrie Profile 2 ist schon ein bisschen spannender, liegt bei rund um 10er. Und haben wir noch mehr. Eine Menge Kabel haben wir. Ein GameStop-Controller. Oh. Und da kommt noch das Galerians zum Vorschein. Wird auch mit rund 10 Euro gehandelt. Ist schon in Ordnung. So, was gibt die Kiste noch her? Gibt die Kiste noch was her? Wir haben ja ein Netzteil, was nicht dazu gehört. Was ist das für ein Netzteil? Super. Ein Intertech-Netzteil, ein Traum. Dazu die Video-Audio-Kabel bzw. Strom. Wie gesagt, ist die PS2 mit dem Netzteil drin. Das ist natürlich ganz klasse. Einmal ein Memory Card und ein Adapter von Chinch of Scart. Jawohl. Und das sollte es gewesen sein mit der Kiste. Ja, nochmal das normale Videokabel für die PS2. Sehr schön. Und einen weiteren Adapter fürs Video haben wir hier nochmal. Gut. Kann man nie genug von haben. Alles super. Und das... Ah, und noch eine Memory Card. Gut. Noch eine große GameStop-Karte mit 32 MB. Im Großen und Ganzen ein recht schönes, großes Paket. Ich kaufe immer gerne größere Bundles, weil einzeln mit dem Porto ist das online immer etwas schwierig. Und hier kann man dann auch versichert versenden lassen. Und das Ganze habe ich zusammen erstanden für 35 Euro. Plus Versand, aber den habe ich wegverhandelt, also 35 Euro. Und hier sieht man schon, bei solchen Auktionen immer näher reinkommen. Da kommt der Yoshi schon reingeflogen, auf dem Flohmarkt war ich gestern auch. Yoshi Story gab es für, boah, ich meine für einen 10er, das ist ganz fair, das ist okay. Die Artland Atelier Trilogie habe ich so auf dem Flohmarkt noch nie gesehen, habe ich mitgenommen für, ich meine einen 5er wollte der Verkäufer haben, das ist glaube ich ganz in Ordnung. Ich habe es noch nicht reingelegt, wollte mal gucken, ob das Spaß macht und was da los ist. Dann gab es ein Persona 4 Arena in der Special Edition mit einem Soundtrack. Auch hier habe ich einen 5er für bezahlt. Ich glaube, das ist ganz in Ordnung. Oh, sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Und so, es geht weiter mit Kingdom Hearts in der Remastered HD-Version. Die habe ich zusammen im Set für 15 Euro gekauft. Hatte ich noch nicht. Und 15 ist, denke ich, relativ in Ordnung. Destruction Derby für die PS1 in der Platinum-Version zusammen mit einem Dinosaurier-Spiel gab es im Bundle zusammen für 5 Euro. Und beim Destruction Derby wirklich die Anleitung im Tippetop-Zustand. Kann man sich nicht beschweren. Und ein PS1-Spiel, auch wenn es Platinum ist, für 2,50 denke ich, ist absolut in Ordnung. So, zack, zur Seite. Und es geht weiter. Schön auf den Stapel legen, sehr gut. Es geht weiter mit zwei Wii-Spielen, beides nichts Besonderes. Aqua Panic habe ich vorher noch nie gesehen. Gab es zu je 4 Euro. Oder ist schon in Ordnung. Dann gab es Sega GT Online für 1,50 Euro. Und das Halo, ich glaube, für 2 Euro. Das Halo habe ich schon, aber für 2 Euro komplett ist das, glaube ich, ganz gut. Resident Evil Zero von GameCube besitze ich schon. Das ist die 2-Disc-Version und habe ich gekriegt für 7 Euro, meine ich. Kein Schnapper, aber ist ein schöner GameCube-Titel. Und ja. Evergrace für die PS2 habe ich für 4 Euro bekommen. Das Spiel hat mir vorher überhaupt nichts gesagt. Ich habe da mal nachrecherchiert. Das macht auch nichts, dass es mir nichts gesagt hat. Ist absolut nichts Besonderes. Tetris Worlds gab es für 3 Euro, habe ich mitgenommen, mein Gott. Spiderwings ist eigentlich mehr was für meine Kids, auch nichts besonders Wertvolles. Dann gab es noch das Genji für die PS2, das hatte ich noch nicht, für einen 5er. Und das Silent Hill 2 in der Erstauflageversion im Pappschuber. Ich kann zumindest immer noch nicht mit einer Hand die Pappschuber öffnen. Ein bisschen schütteln, ein bisschen rühren und schon geht's los. Habe ich 12 Euro für bezahlt, das ist okay. Hat mir aber noch gefehlt und das ist komplett mit den beiden Discs, das Making-of und das Spiel selber. Anleitung im Top-Zustand, die Postkarte und ganz cool noch ein Aufkleber. Welcome back. Jo,
Das war die Ausbeute des Wochenendes bzw. der Woche. Ich denke, waren ein paar ganz nette Sachen bei. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. War mein allererstes. Lasst mir was in den Kommentaren stehen. Hat es euch gefallen? Hat es nicht gefallen? War was zu lange, zu kurz? Wie auch immer. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Woche. Tschö!